Heute bei Transfermarkt TV alles zum Mega-Deal des Sommers. Antoine Griezmann wechselt zum FC Barcelona und drei kleine Fakten vorweg. 120 Millionen Euro Ablösesumme, 800 Millionen Euro Ausstiegsklausel, Vertrag bis 2024 und viele weitere Infos dazu. Dann haben wir Leroy Sané in der Sendung. Wechselt er möglicherweise zur PSG und nicht zum FC Bayern? Und auch eine mögliche Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona haben wir heute bei uns in der Sendung. Der Deal des diesjährigen Sommers ist fix. Antoine Griezmann wechselt von Atletico Madrid zum FC Barcelona für eine satte Ablöse von 120 Millionen Euro. Und damit können wir dieses Thema schließen, was den Wechsel von Griezmann angeht. Das war ja eine riesige Posse. Er hatte vor zwei Monaten angekündigt, Atletico zu verlassen. Jüngst war er dann beim Trainingsauftakt nicht dabei, ist auch nicht mit in die USA geflogen. Nun ist ja auch alles geklärt und er kann seine Zelte in Barcelona aufschlagen. Und durch seine Ablöse steigt er in einen elitären Kreis auf, denn er ist mittlerweile der 10. Transfer mit mindestens 100 Millionen Euro Ablöse. Und genau die haben wir für euch vorbereitet. Barcelona ist auch gleich viermal mit dabei. Einen haben sie abgegeben, das ist Neymar mit 222 Millionen, immer noch der teuerste aller Zeiten. Und drei geholt, Felipe Coutinho, Ousmane Dembélé und eben Antoine Griezmann. Auch Joao Felix ist dabei, das ist ja der Ersatz von Griezmann bei Atletico Madrid. Er ist mittlerweile der teuerste Portugiese, löst Cristiano Ronaldo ab. Und auch Eden Hazard haben wir dabei auf Platz 10, 100 Millionen Euro Ablöse. Er hätte sicherlich noch teurer werden können aufgrund seiner Vertragslaufzeit, die aber nur noch ein Jahr gilt oder gegolten hätte, sind es eben diese 100 Millionen Euro geworden und wurde ja auch schon bei Real vorgestellt und soll jetzt die Starrolle von Cristiano Ronaldo übernehmen, die in der letzten Saison so wirklich keiner hatte. Ronaldo ist noch einmal dabei auf Platz 7 mit seinem Deal zu Juventus. Sein Wechsel zu Real Madrid, der ist nicht mehr in diesen Top 10. Das sind also die 10 teuersten Transfers der Geschichte und ihr seid gefragt, wer ist denn euer Top-Transfer aus diesen 10 elitären Spielern? Kommen wir zurück zu Antoine Griezmann. Er ist jetzt nicht nur Barcelonas teuerster Neuzugang, sondern die Katalanen haben auch 230 Millionen Euro ausgegeben in diesem Sommer. Also richtig Geld in die Hand genommen. Er löst auch Frenkie de Jong als bislang teuersten Neuzugang ab. Frenkie de Jong, 75 Millionen Euro Ablöse gekostet, kam ja vom niederländischen Meister von Ajax Amsterdam. Und auch Neto, der ja 26 Millionen Euro gekostet hat, der neue Ersatztorwart, der... Oder allein diese drei Spieler, das sind ja schon 220 Millionen Euro an Ablöse. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, Griezmann ist da, wie könnte Barcelona denn in der neuen Saison spielen? Und da haben wir mal eine Elf vorbereitet mit Antoine Griezmann. Und die sieht wie folgt aus. Im Tor Marc-André Ter Stegen, sicherlich gesetzt. Da gibt es keinerlei Zweifel und mit Neto würde ja auch ein Ersatz bereitstehen. Die Innenverteidigung mit Piqué und Longley, da wird sich auch nicht viel tun. Jordi Alba über Jahre schon gesetzt auf der linken Bahn. Sergi Roberto hat sich rechts den Stammplatz erkämpft. Auch in der letzten Saison eine vernünftige Serie gespielt. Busquets, der Mittelfeldgestalter auf der 6. Arthur und eben Frenkie de Jong in der Zentrale. Richtig viel Qualität im Mittelfeld. Und da kommt ja noch eine ganze Menge im Sturm. Lionel Messi über die rechte Seite und eben Antoine Griezmann auf links. Nicht zu vergessen Luis Suarez vorne im Sturmzentrum. Und es steht ja auch noch im Raum, möglicherweise Neymar aus Paris zurückzuholen. Wo würde der dann spielen, eurer Meinung nach? Braucht Barcelona diesen Neymar dann in dieser Elf überhaupt noch? Auch da lasst uns gerne wieder eure Kommentare zukommen über die sozialen Medien oder einfach hier bei YouTube.
Lange wurde spekuliert, nun ist es in trockenen Tüchern. Der BVB hat einen Abnehmer für Jeremy Toljan gefunden. Der 24-jährige Außenverteidiger läuft in der kommenden Saison für Sassuolo auf. Die Italiener bezahlen eine Leihgebühr von 2,5 Millionen Euro und vereinbarten zudem eine Kaufoption. Ex-HSV-Profi Maximilian Beister wechselt innerhalb der dritten Liga und geht in der kommenden Saison für Zweitliga-Absteiger Ingolstadt auf Torejagd. Die Krefelder verlieren damit ihren Topstürmer in der abgelaufenen Spielzeit, der 11 Tore in 31 Spielen erzielte. Beister erhält einen 2-Jahres-Vertrag. Arminia Bielefeld hat die vakante Position in der Innenverteidigung besetzt und die Verpflichtung von Joachim Nilsson bekannt gegeben. Der 25-jährige Schwede kommt von IF Elfsborg zu den Ostwestfalen und unterschreibt einen 3-Jahres-Vertrag bis 2022. Wir beginnen unseren internationalen Transferticker mit einem hochdotierten Spielertausch zwischen Lazio Rom und Spal. Lazio setzt in den kommenden Jahren auf Flügelspieler Manuel Lazzari und gibt dafür Mittelfeldmann Alessandro Murgia an Spal ab. Lazzari erhält einen 5-Jahres-Vertrag. Die Ablöse beläuft sich dem Vernehmen nach auf rund 17 Millionen Euro, inklusive den auf 7 Millionen Euro bezifferten Murgia. Celta Vigo hat sich mit einem neuen Innenverteidiger verstärkt. Joseph Aidou kommt aus der belgischen Jupiler Pro League vom KRC Genk und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2024. Celta Vigo überweist für den 1,84 Meter großen Ghanaer 8 Millionen Euro nach Belgien. Atletico Madrid hat den nächsten Offensivspieler verpflichtet. Der serbische U21-Mann Ivan Saponjic kommt aus der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon. Das serbische Sturmtalent ist mit rund 500.000 Euro Ablöse im Vergleich zu den bisherigen Transfers ein echtes Schnäppchen. Sicherlich eine Investition in die Zukunft. Nach dem Abgang von Eder Militao hat der FC Porto einen alten Bekannten für die Innenverteidigung zurückgeholt. Die Drachen verpflichten Ivan Marcano vom AS Rom. Der Spanier war erst im letzten Sommer ablösefrei in die italienische Hauptstadt gewechselt. Jetzt trägt er wieder blau-weiß. Sein neuer Vertrag gilt bis 2023 und er kostet 3 Millionen Euro Ablöse. Schönes Plus für die Roma. Aymen Abdennur, der Ex-Profi von Werder Bremen, wechselt in die Türkei zu Kayserispor. Der Innenverteidiger war 2015 für 22 Millionen Euro von Olympique Marseille nach Spanien gewechselt. In die Türkei geht er jetzt ablösefrei. Und auch Olympique Lyon hat einen neuen Innenverteidiger, nämlich Joachim Andersen. Der 23-jährige Däne wechselt für 24 Millionen Euro Ablöse von Sampdoria Genua. Durch Boni kann diese Summe auf bis zu 30 Millionen Euro anwachsen. Dann wäre er der teuerste dänische Spieler der Fußballgeschichte. Und einen haben wir noch. Ex-Celtic-Profi Shunsuke Nakamura zieht es zurück in seine Heimatstadt. Der mittlerweile 41-Jährige schließt sich dem japanischen Zweitligisten Yokohama FC an. Sein neues Arbeitspapier gilt zunächst für ein Jahr bis Januar 2020. Kleiner Funfact: In Yokohama trifft er auf Katsuyoshi Miura, den mit 52 Jahren ältesten Profi der Welt. Zusammen sind die beiden Offensivspieler 93 Jahre alt. Mangelnde Erfahrung kann Yokohama also nicht beklagen. Unser Gerücht des Tages kommt heute aus Spanien, bezieht sich aber um einen möglichen Wechsel von Leroy Sané zu Paris Saint-Germain, wenn Neymar Paris in diesem Sommer noch verlassen sollte. Das hat die spanische Zeitung Sport berichtet, dass Paris nun in das Rennen um den deutschen Nationalspieler eingestiegen ist und der FC Bayern dann, wie in diesem Sommer so oft, möglicherweise mit leeren Händen dasteht. Aktuell ist das Szenario um Leroy Sané so, dass er nach seinem Urlaub eine Entscheidung treffen möchte, wo es für ihn hingeht. Eine mögliche Absage an den FC Bayern stand im Raum, doch diese wurde noch nicht bestätigt. Thomas Tuchel, der PSG-Trainer hingegen, soll derzeit fest mit einem Abgang von Neymar in Richtung Barcelona rechnen. Und dann wäre wiederum Sané ein wirklich ernstzunehmendes Transferziel der Franzosen. Wir haben euch bei YouTube gefragt, welches Trikot soll Sané denn in der kommenden Saison tragen? Und da ist die Meinung recht eindeutig. 31% sagen, nein, der soll bei Manchester City bleiben, das ist völlig okay. 61% möchten ihn gerne in Rot sehen beim FC Bayern München und nur 8% sind derzeit davon überzeugt, dass er zu Paris Saint-Germain wechselt, beziehungsweise sehen sie ihn da. Wir haben auch ein Zitat vom TM-User Pariser, der sagt, also wenn wir nach dem Finanziellen gehen würden, hätte PSG
wohl sicher einen Vorteil gegenüber den geizigen Bayern. Ich allerdings glaube, dass er bei City bleibt. Bayern wäre schon ein Abstieg für ihn. Wo spielt Leroy Sané in der neuen Saison? Bleibt er bei Manchester City? Geht es zum FC Bayern oder doch zu Paris Saint-Germain? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und dieser Transfer, wie so viele andere, hängen an einer möglichen Neymar-Rückkehr zum FC Barcelona. Die ist ja schon etwas länger Thema in unserer Gerüchteküche. Und auch die Bild soll jetzt ein paar Updates zu diesem Deal herausgefunden haben. Denn die Katalanen möchten keine Ablöse für Neymar zahlen, sondern sie haben Thomas Tuchel 4 Spieler angeboten, von denen er 3 auswählen könnte. Dazu gehören zum Beispiel Ousmane Dembélé, der ja schon unter Thomas Tuchel beim BVB gespielt hat, Philippe Coutinho und weitere Außenstürmer. Der französische Innenverteidiger Samuel Umtiti würde auch noch dazukommen und Nelson Semedo für die rechte Außenbahn. Also 3 aus 4 darf sich Thomas Tuchel aussuchen. Im Gegenzug geht Neymar nach Barcelona. Was haltet ihr von diesem Gerücht des Tages? Wohin zieht es Leroy Sané und wen sollte Thomas Tuchel denn verpflichten vom FC Barcelona? Lasst es uns gerne wissen. Jeremy Toljan hat der BVB schon abgegeben und nun könnte auch Maximilian Philipp einen neuen Arbeitgeber gefunden haben, nämlich den VfL Wolfsburg. Beide Vereine sollen sich einig sein, der Stürmer ist mit den Wölfen ohnehin schon einig. Eine Ablöse liegt wohl bei 18 Millionen Euro. Der Deal hängt aber an Josip Brekalo, denn den möchten die Wölfe gerne noch von der Gehaltsliste bekommen. Interessenten sollen der AC Mailand und Benfica Lissabon sein. Und neben Josip Brekalo sollen die Rossonieri auch Dayot Upamecano auf dem Zettel haben. Das berichtet der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio. Erste Kontakte haben bereits stattgefunden. Er passe auch hervorragend ins Mailänder Anforderungsprofil. Allerdings möchte Leipzig eine sehr hohe Ablöse erzielen. RB selbst ist ebenfalls nicht untätig auf dem Transfermarkt, soll aber beim FC Everton im Werben um die Personalie Ademola Lookman abgeblitzt sein. Laut der Times habe Everton eine Offerte in Höhe von etwa 15 Millionen Euro abgelehnt. Lookman lief in der Rückrunde 17-18 bereits auf Leihbasis für die Sachsen auf und hinterließ mit 9 Torbeteiligungen in 11 Partien einen bleibenden Eindruck. Einen ganzen Schritt weiter ist RB demnach bei Christopher Nkunku von Paris Saint-Germain. Laut Bild-Informationen könnte der Franzose bereits heute in Leipzig ankommen. Die Ablöse liegt im Bereich zwischen 10 bis 15 Millionen Euro. Jevgen Konoplyanke steht laut Sport1-Informationen kurz vor einem Wechsel von Schalke 04 zu Fenerbahce. Sein Berater sei bereits in Istanbul, um finale Details zu klären. Bei Fenerbahce würde der Ukrainer auf den Ex-Bremer Max Kruse treffen. Soweit also unsere Gerüchteküche in und um die Bundesliga. Machen wir weiter mit der internationalen Gerüchteküche und beginnen mit Yannis Hadji. Der steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum KRC Genk. Das berichtet der rumänische Sender ProTV. Der Sohn von Rumäniens Fußballlegende George Hadji ist demnach bereits in Belgien gelandet. Die Ablöse soll bei bis zu 8 Millionen Euro liegen. Der Ex-Dortmunder Emre Mor könnte auch in naher Zukunft einen neuen Verein finden, nämlich Galatasaray Istanbul. Das haben türkische Medien übereinstimmend berichtet. Aktuell steht der 21-jährige Flügelspieler noch bei Celta Vigo unter Vertrag. Galatasaray-Präsident Mustafa Cengiz hat sich nach einer Vorstandssitzung jedoch positiv zur Personalie Mor geäußert. Er sagte, Emre Mor wird nach Hause zurückkehren. Ich werde allerdings noch kein offizielles Statement abgeben. Warten wir auf die Börsenmitteilung. Nach einer furiosen Copa America des Brasilianers Everton von Grêmio Porto Alegre sollen nun einige Top-Clubs aus Europa Interesse bekundet haben. Zu den Interessenten zählen der FC Bayern, aber auch die beiden Premier League-Clubs aus Manchester sowie die PSG. Everton war mit 3 Treffern bester Torschütze bei der Copa America. Sein Marktwert liegt bei 20 Millionen Euro. Er selbst stellte jedoch klar, dass er keinen Wechsel erzwingen möchte und äußerte sich nach seinem letzten Spiel in der Copa do Brasil. Ob es das letzte Spiel ist oder nicht, hängt davon ab, was passiert. Man muss sehen, ob die Angebote Gremios Anforderungen entsprechen. Ich muss dem Verein, der immer auf mich gesetzt hat, etwas zurückgeben.
Und laut der Abola plant Manchester City Abdülkadir Ömür von Trabzonspor zu kaufen und gleich im Anschluss für 1 bis 2 Jahre an Sporting Lissabon zu verleihen. Pep Guardiola soll Ömür genau verfolgt haben und sieht in Sporting den idealen Club für den 20-jährigen Türken. Auch die AS Rom und die AS Monaco sollen bereits Interesse bekundet haben. Wir sagen thank you and goodbye Peter Crouch, denn der 38-Jährige hat sein Karriereende verkündet. Er habe viel darüber nachgedacht, aber sich dann dafür entschieden. Crouch hat 21 Jahre Profifußball gespielt, 677 Pflichtspiele allein in England bestritten, dabei 187 Tore erzielt und in der Nationalmannschaft lief er auch 45 Mal auf und erzielte 22 Tore. Legendär wird sein Roboterjubel immer bleiben. Es ist viel passiert heute bei uns in der Sendung. Antoine Griezmann wechselt zum FC Barcelona. Neymar kehrt möglicherweise zu den Katalanen zurück. Und wo spielt Leroy Sané in der kommenden Saison? Das alles die Themen heute. Ihr seid gefragt, lasst uns eure Meinungen, eure Kommentare zukommen. Und ihr könnt natürlich hier bei uns dranbleiben, denn wir haben noch einige weitere Videos für euch. Zum Beispiel hier oben haben wir die Playlist aller Bundesliga Kaderplanungen der kommenden Saison und hier unten, da seht ihr weitere Videos von Transfermarkt TV.